Studium Brücke war für mich eine beste Möglichkeit, mein Leben auf ein neues Niveau zu bringen. Der Vorteil, in Deutschland zu studieren, mehr Jobchancen in Deutschland als auch in China. In Sturmbrücke können wir nicht nur die Sprache, sondern auch viele Kulturen lernen. Die Studienbrücke ist eben ein Programm, das besonders engagierten Studierenden einen direkten Einstieg in das Studium in Deutschland ermöglicht. Ich habe im Internet nachgeschaut, dass Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät an der Viadrina eine der besten in Deutschland ist. Da ich eine Teilnehmerin von Studienbrücke bin, gab es da Möglichkeit, an der Viadrina zu studieren. Man lernt lieber Deutsch oder eine Fremdsprache, wenn man eine Perspektive hat, dass man sie auch anwenden kann. Wir haben eine relativ große Nachfrage aus verschiedenen Ländern an Schülerinnen und Schüler, die eben Deutsch lernen, weil sie gerne in Deutschland studieren möchten. Und wir haben auf der anderen Seite eben die Hochschulen, die sagen, wir sind auf der Suche nach internationalen Studierenden, gerade in den Naturwissenschaften. Dadurch, dass es eben ein studienvorbereitendes Programm ist, bereitet es die Studienbewerber sowohl sprachlich als auch fachlich auf ein Studium hier in unseren Universitäten vor. Für uns ist es wichtig, eben diese gut vorbereiteten und gut qualifizierten Studierenden an unsere Universitäten zu bringen. Das heißt, wir kümmern uns um die Visa-Einladung, um die Unterstützung bei der Visa-Beantragung. Dann geht es weiter mit dem Studentenwohnheim, dass wir sie unterstützen, Wohnheimzimmer zu bekommen. Und dann erledigen wir auch den ganzen Papierkram, der hier notwendig ist, um gut anzukommen. Die Betreuung von Studienbrücke ist die beste Betreuung, die in dieser Welt existieren kann. Die Studienbrücke ist für mich ein total tolles Programm, weil wir dadurch ganz, ganz engagierte, tolle junge Studierende hier nach Siegen kriegen. Und das ist für uns alle, für die Uni, für die Region ein total großer Gewinn. Ich fühle mich sehr wohl hier. Ich habe neue Freude und auch meine Freizeit. Zu Hause koche ich und backe ich, also zum ersten Mal, also in Deutschland. Ich mag deutsche Geschichte, ich mag deutsche Städte. Das ist cool, wenn du dich in zwei Ländern als zu Hause fühlst. Typisch deutsch ist für mich die Pünktlichkeit, Autos und Fußball. Besonders hier in Dortmund war das mit Fußball. Ich mag Fußball sehr, deswegen ja, denn Dortmund ist richtiger Ball für mich. Ich spiele gerne Badminton, in meiner Freizeit fahre gerne Fahrrad. Studium in Deutschland hat mir Motivation, soziale Skills und Einständigkeit gelehrt. Hier bin ich viel selbstständiger als in meinem Heimatland, weil ich hier alleine bin und ich verstehe, dass ich für mich selbst Verantwortung vertragen soll. Die ganze Vorbereitung läuft über die Goethe-Institute im Ausland. Das heißt, als Argentinier bewerbe ich mich dann am Goethe-Institut in Buenos Aires. Ich muss ein Motivationsschreiben schreiben, ich muss gute Schulnoten haben und ich muss schon ein bisschen Deutsch können. Und dann sozusagen, wenn ich aufgenommen werde, dann geht die ganze Vorbereitung los, die eben parallel zur Schule läuft. Das heißt, also die müssen sehr engagiert sein, die müssen auch früh schon wissen, was sie wollen. Aber dadurch sind sie eben auch sehr, sehr motiviert und sehr engagiert. Wenn du als Studienbrückler genommen wirst, bekommst du Sprachkurse, du hast fachsprachliche Module, Studienorientierungstraining, du bekommst Studienberatung durch den DAAD. Am Ende macht man dann die Prüfungen, den Test DAF, die Sprachprüfung und den Test AS, so eine Studierfähigkeitsprüfung. Und damit kann man sich dann an den Partnerhochschulen bewerben. Ein paar Tests ablegen, sich an der Uni bewerben und ja, so bin ich hier gekommen. Das war die geilste Entscheidung meines Lebens, hier hinzukommen und hier zu studieren. Leute, die hier sind, die sind mega freundlich und es spielt keine Rolle, wer du bist, wie du aussiehst. Alle werden zu dir nett sein und das ist das Wichtigste. Die Studienbrücklerinnen und die Studienbrückler unterstützen uns sogar bei unserer Arbeit. Das finde ich einfach super, weil es eben so ist, dass auch die Generationen der Studienbrücke sich gegenseitig unterstützen und füreinander da sind. Ich freue mich jedes Mal für die Teilnehmenden, weil es wirklich für die eine Chance ist, was einen Unterschied in dem Leben macht. Und das ist einfach schön. Möglichkeiten, Möglichkeiten, Möglichkeiten.